im Watten, in der Nordsee, und es war arschkalt. Wenn ihr es noch nicht kennt, ihr müsst euch unbedingt anschauen, das ist unglaublich schön geworden. Man sieht auch kaum, dass wir frieren. Nur ich sag's euch jetzt, es gibt eine Einstellung, da sieht man, also die Geschichte ist so ein bisschen abgekürzt. Ich gehe durchs Wattenmeer und ich finde einen Mann, der dort schlafend liegt. Und genau, es gibt so einen Close-up von seiner Hand. Und wenn ihr euch das anguckt, dann müsst ihr darauf achten, weil da sieht man nämlich, dass er wahnsinnig krass zittert. Wie sagt man, wie Essenlaub zittert. Und wir dachten danach, als wir dann ihn ins warme Boot geholt haben, dass er irgendwie stirbt oder so. Und wir haben uns angestrengt, dass er durchkommt. Der hat es geschafft, genau, also nur zu einer Brügen. Aber wir können die Geschichte später gerne da hinten in der Bar, irgendwie bei einem Drink oder da bei dem Merchstand irgendwie längerfristig weiter erzählen und weiterspinnen. Als mir der Regisseur von diesem Video sein Drehbuch zugeschickt hat, hat er das mit einem Satz beendet, den ich wahnsinnig schön fand und der für uns auch so der Leitfaden für das ganze Musikvideo geworden ist, nämlich das ist ein Zitat aus dem Reisetagebuch eines Philosophen von Kieserling geschrieben. Und das geht so: Wer am Ziel ist, wer das Reich seiner Seele kennt und beherrscht, wie der Wikinger das Meer.